Nachhaltigkeit heisst, Sachen fertig zu denken. Und dazu gehört bei einem Gebäude auch der Rückbau. Mit dem Gedanken von der Kreislaufwirtschaft wollen wir möglichst wenig von unseren wertvollen Ressourcen verschwenden. Wie das geht, das zeigen wir jetzt. Speziell ist, dass per Definition alles in einer kontrollierten Zone kontaminiert ist. Das heisst, wir müssen beweisen, dass wir ein sauberes Material haben, das wir ausschleusen oder das Gebäude sauber ist. Sozusagen eine Beweisumkehr. Und das ist für die Freimessung ein riesen Aufwand zu bringen. Freimessen bedeutet, dass Materialien oder Gebäude radiologisch unbedenklich sind und in den Materialkreislauf zurückgeführt werden können. Konventionell macht man ein Raster über das ganze Gebäude. Man muss sich vorstellen, das sind 100'000 Quadratmeter, weit über 1 Million Messpunkte, wo man von Hand in Papier einträgt, in Excel-Tabellen. Wir erhoffen uns mit dem BIM, dass wir das Ganze digital georeferenziert machen können. Das heisst, jede Messung hat im BIM-Modell einen Datenpunkt und somit können alle Messungen lückenlos nachvollzogen werden. Dass man viel weniger Messpunkte braucht, weil jede Messung dokumentiert ist. Nur dokumentierte Messungen zählen auch. Dass man das visuell darstellen kann und vor allem auch Qualitätssicherung hat, weil man das Ganze nicht mehr von Hand immer abschreiben muss. Das Ganze fängt an mit einem digitalen Zwilling, den wir dann wirklich mit der Realität abgleichen. Dadurch können wir das Ganze digital dokumentieren und die ganze Dokumentation, die ganzen Messpunkte automatisiert eigentlich auswerten. Mit diesem Video sind wir am Ende der Serie zur digitalen Transformation in der Energieversorgung. Wir haben gesehen, wie wir mit den Punktwolken und dem Modell das Gebäude perfekt platzieren können. Wie wir mit den einzelnen Fachmodellen Koordination gewährleisten und wie die Leute auf der Baustelle nur mit dem Modell ihr Gewerk realisieren können. In den letzten zwei Videos haben wir dann erfahren, dass Modell und Daten auch für den Betrieb und für die Stilllegung genutzt werden können. Dass so etwas möglich ist, brauchen wir Technologie, das ist offensichtlich. Noch viel wichtiger sind die Menschen dahinter, die bereit sind, in neue Dimensionen zu denken und mit ihrem Fachwissen einen grossen Beitrag leisten zum Projekt und zum sicheren Anlagenbetrieb.